Du hast sicher schon diese tollen Karussellposts auf Instagram gesehen, wo du wirklich Lust kriegst, einfach weiter zu scrollen. Das sind meistens so nahtlose Übergänge, die dir einfach zeigen, oh, da geht doch der Post geht einfach hier weiter und du scrollst einfach weiter. Heute möchte ich dir zeigen, wie du das mit Canva einfach machen kannst. Du möchtest mehr informative Videos rund um dein digitales Business und deiner Personal Brand? Dann abonniere meinen Kanal und vergiss nicht, die Glocke anzuklicken, damit du informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Mein Name ist Victoria und ich unterstütze Personenunternehmen mit ihren digitalen Auftritten und mit ihrer digitalen Kommunikation. Nahtlose Instagram-Karussell-Posts führen dazu, dass deine Nutzer bzw. Leute, die deinen Post entdecken, einfach viel länger auf deinem Post hängen bleiben. Das heißt, sie scrollen immer weiter, schauen sich das an und das ist auch ein gutes Signal für den Algorithmus. In meinen Augen ist die einfachste Form, solche Posts zu machen, einfach durch Canva. Solltest du noch keinen Canva-Account haben, habe ich dir in die Videobeschreibung einen Link hineingestellt, mit dem du dich bei Canva anmelden kannst und die ersten 30 Tage einfach ein Pro-Account zum Testen haben kannst. Ja, wir starten jetzt auf canva.com und schauen uns einfach an, was für Formate wir brauchen. Also in meinem Fall würde ich jetzt ein Video machen oder ein Karussell machen wollen mit insgesamt 6 Slides. Das warum? Also du kannst insgesamt bis zu 10 Slides natürlich machen. In meinem Fall ist einfach der Content, den ich hier nutzen möchte, einfach kürzer und dementsprechend mache ich nur 6 Slides. Wir starten jetzt einfach auf Canva und suchen uns ein neues Design. Beim Design erstellen sieht man hier, dass ich verschiedenste Dinge auswählen kann, aber ich gehe auf die benutzerdifferenzierte Größe. Ich habe mich entschieden dafür, ein Karussellpost zu machen, das 6 Abschnitte hat und quasi in der Höhe von 4:5. Das heißt, ich habe hier 1080 mal 6, sind 6480 Pixel und dann 1350 Pixel hoch. Dann erstellt das einfach Canva für mich. Und danach kann ich mir aussuchen, okay, wie tue ich hier weiter. Du kommst jetzt als nächstes in dieses Feld und hier siehst du, dass ich hier auf jeden Fall die Hilfslinien eingestellt habe. Solltest du das nicht haben, gehst du hier auf Datei und kannst hier Hilfslinien ein- oder ausmachen bzw. die Lineale anzeigen. Ist aber in dieser Position sehr wichtig, weil du ja quasi diese Abschnitte auch quasi teilen musst. Das heißt, wir haben jetzt uns entschieden, quasi 6 Abschnitte zu machen. Das heißt, wir müssen jetzt alle 1080 Pixel quasi eine Hilfslinie machen. Dazu ziehe ich mir das da einfach hinaus und mache bei 1080 eine Hilfslinie, dann wieder bei 2160. Es muss nicht ganz genau sein. So ein bisschen genau wäre gut. 2160, dann haben wir 3240, voilà. Dann haben wir das nächste bei 4360, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, damit das ein bisschen schneller geht. und dann das nächste haben wir bei 5420, das ist hier vorne, bisschen da. So, und so haben wir das alles quasi in Abschnitte geteilt. Jetzt noch wichtig ist ja, dass wenn ich das Ganze in meinem Feed poste, ist es ja nicht 4:5, sondern 1:1. Das heißt 1080 mal 1080. Das heißt, ich brauche auch die Höhen und Tiefen. Dafür muss ich einfach 135 Pixel von oben und von unten jetzt quasi anzeichnen. Voilà. Und so habe ich einfach den oberen Bereich und den Unterbereich und sehe genau den Abschnitt, der am meisten gesehen wird. Das heißt, das Quadrat, das 1:1 ist. Und hier kann ich jetzt anfangen zu arbeiten. Das heißt, ich kann hier jetzt zum Beispiel einen Text reingeben. Voilà, Text. Gebe ich hier einen Text hinein als Überschrift für meinen für meine erste Slide. Das heißt, ich gebe es. Ich verschreibe mich auch manchmal. So kann ich zum Beispiel hier anfangen. Okay, hier habe ich jetzt die erste Überschrift und gestalte mir das jetzt nach und nach so, wie ich es brauche. Das kannst du jetzt auch machen in deinem Design einfach und das dann so machen,
wie du es benutzt. Wichtig ist, dass du halt immer wieder hier auch bestimmte Elemente einfügst. Das eine Element ist zum Beispiel, wenn du Leute zu einem Call to Action machen möchtest, das heißt, dass sie auch zum Beispiel deinen Post liken, könntest du zum Beispiel so ein kleines Herz nehmen und es ganz klein machen. Und wenn du hier quasi sagst, okay, ich möchte die Leute dazu animieren, meinen Post zu liken. Ich mache das jetzt ein bisschen größer, damit ich das besser sehe. Upp, nicht zu groß. Scrolle da nach links und da ungefähr würde ich jetzt dieses Herz reingeben. Ich mache das in Grau, damit es nicht so auffallend ist. Und dann könnte ich natürlich auch ein Speichern. Ups, nicht speichern, sondern speichern. Ein Tag suchen, das so ein bisschen so ausschaut. Ja, passt mir das? Das ist Grafiken. Das gefällt mir gut. Das nehme ich mir dazu mit. Na, wo ist es jetzt? Da ist es. Ich möchte es aber da haben. Es will nicht. Speichere es mir dann hier ab. Damit das eine Art Call to Action gleich ist. Als nächstes ist es bei mir so, dass ich immer mir denke, okay, ich hätte jetzt auch immer gerne meinen Namen irgendwo, beziehungsweise meine Marke. Ich muss hier zu meinen Logos und voilà. Und gebe noch hier unten mein Logo hinein. Du kannst quasi deine ganzen Markenthemen oder Markengeschichten einfach hier hinterlegen in meinem Bild ist es immer so rot natürlich, mein Logo, und oder so orange, und kann das dann hier ganz klein noch einfügen, damit jeder weiß, dass es zu mir gehört. Wenn ich das jetzt in jedem Slide haben möchte, kann ich das einfach, Moment, ich sehe da gerade, dass es nicht zentriert, immer diese Linien zeigen, dass die Sachen zentriert sind. Das ist noch ein bisschen groß, finde ich. Machen wir da ein bisschen kleiner. Jetzt kann man das nehmen und jetzt können wir das Ganze gruppieren und fügen das überall wieder ein. Ja, wie man hier jetzt sieht, ich habe das jetzt ein bisschen kleiner gemacht, auch damit ich das schneller machen kann, und kopiere mir das einfach hier hinein. Es geht rucki zucki hier. Und habe das jetzt dann quasi hier integriert. Und jetzt kann ich einfach entscheiden, was ich da hineingeben kann. Was praktisch ist, ist natürlich immer Dinge, die so zeigen, dass es hier weitergeht. Es kann ein langer Pfeil sein zum Beispiel. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Elemente, suche mir einen Pfeil aus, suche nach einem Pfeil. Hier Grafiken und könnte einfach sagen, okay, ich suche mir jetzt, ich möchte keinen, der sich bewegt. Ich könnte mir jetzt hier einen Pfeil aussuchen, der zu mir passt, zum Beispiel der hier. Macht den natürlich in einer anderen Farbe, in meinem Fall würde ich das jetzt blau machen und kann diesen Pfeil quasi hier integrieren. Ups, nein. Hier integrieren. Könnte ich hier auch einen vorigen reingeben. Könnte den auch wieder hierher geben. Oder ich kann auch was anderes. Ich könnte auch in eine lange, schauen wir mal, was für Grafiken wir hier finden. Linie. Ja, wir könnten zum Beispiel eine geschwungene Linie nehmen. Wenn wir hier wieder auf Grafiken gehen, können wir sagen, okay, wir wollen da noch so eine geschwungene Linie in Blau.
Und so kann ich die verschiedensten Dinge einmal ausnutzen. Ich werde jetzt einfach das Ganze fertig machen und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Jetzt haben wir unser Canva-File eigentlich erstellt. Jetzt geht es dran, das ganze File einfach zu teilen. Wir starten einfach damit, dass wir das File einfach runterladen, am besten als PNG in der einfachen Größe, und wir laden das einfach hier herunter. Geben hier auf Teil oder Split eigentlich und kommen hier sofort auf Split and Image in Smaller Sizes. Dann nehmen wir hier einfach diese Datei, da sind wir überall in Werbung, deswegen springt das so. Wir nehmen unsere Datei, hier das PNG-File, wir machen das Ganze horizontal. Wir haben ja 6 Blöcke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir wollen wieder ein PNG haben, wir haben keine Overlaps und gehen hier auf Split Image. Jetzt können wir einfach das File downloaden. Hier muss ich das erlauben. Und schon haben wir unsere 6 Stück Files, die wir hier jetzt nutzen können. Die laden wir uns jetzt einfach aufs Handy hoch oder in dein Tool, sei es, dass du irgendwie Hopper nutzt, Later, was auch immer du da nutzt, und kannst jetzt quasi diesen Post einfach planen. Und wie hat es geklappt? Es würde mich wahnsinnig interessieren, deinen Instagram-Post zu sehen. Teile ihn doch einfach mit mir auf Instagram. Den Link zu meinem Instagram-Account findest du in der Videobeschreibung. Hat dir dieses Video gefallen? Dann gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und teile dieses Video doch mit deinen Freunden.